Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Im heutigen Video schauen wir uns die Bücher an, die ich im Lesemonat November gelesen habe, denn der Monat November ist jetzt auch wieder vorüber. Viel Spaß! In diesem Monat habe ich mal wieder etwas mehr Bücher gelesen als im letzten Monat. Im letzten Monat habe ich ja so gut wie quasi fast gar nichts gelesen. Aber kommen wir dann jetzt auch direkt mal zu den Büchern, die ich in diesem Monat gelesen habe. Gelesen habe ich natürlich das Buch von Patrick Meyer, Verschollen im Bermuda-Dreieck. Zu diesem Buch habe ich auch schon ein Video gemacht und das habe ich euch mal hier rechts oben verlinkt. Falls euch also interessiert, um was es in diesem Buch genau geht und falls ihr auch meine Meinung dazu wissen wollt, dann könnt ihr einfach hier rechts oben auf das i klicken. Dort kommt ihr wie gesagt dann zu dem Video und zu der Buchvorstellung. Ein paar Sachen muss ich zu diesem Buch aber noch anmerken, was tatsächlich nur die Leute betrifft, die das Buch eben gekauft haben. Allerdings ist es auch für alle anderen trotzdem, glaube ich, ganz spannend. Deshalb bleibt gerne immer noch dran. Das Buch wurde direkt in den ersten Verkaufstagen auch verkauft. Leider hatte beim Verlag eben ein Mitarbeiter eine falsche Fassung in den Druck gegeben, die noch nicht ganz final war. Deshalb gibt es in dem Buch einige Fehler, falls ihr die erste Auflage besitzt. Nachschauen könnt ihr das ganz einfach, indem ihr vorne auf der Seite des Impressums schaut, ob dort erste oder eben zweite Auflage steht. Sollte bei euch dort erste Auflage stehen, dann könnt ihr kostenlos ein neues Buch anfordern und habt dann quasi zwei Bücher. Ihr müsst schauen, wie sehr sich das für euch lohnt. Ich habe es einfach mal gemacht, um das eben zu testen um euch darüber auch berichten zu können. Und bei mir hat das Ganze nicht viel länger als eine Woche gedauert. Falls es bei euch der Fall sein sollte, habe ich euch mal einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Dort könnt ihr dann, wie gesagt, ein neues Buch anfordern. Pausiert habe ich in diesem Monat das Buch Erebos. Das hatte ich ja Ende letzten Monats noch kurz angefangen zu lesen, beziehungsweise Erebos 2. Weitergelesen habe ich das in diesem Monat aber nicht mehr. Das habe ich natürlich im nächsten Monat auch vor, aber zum Ausblick auf den nächsten Lesemonat komme ich dann gleich. Außerdem habe ich ein weiteres Buch in diesem Monat angefangen zu lesen, welches ich mir letzten Monat auch vorgenommen habe zu lesen, und zwar das Buch Mimik von Sebastian Fitzek. Dieses Buch ist mittlerweile vor ungefähr, ich glaube, einem Monat jetzt erschienen und das Buch habe ich jetzt auch schon seit ungefähr zwei Wochen bei mir liegen und ja, hat das jetzt eben, wie gesagt, auch angefangen zu lesen. Bisher gefällt es mir sehr gut, aber auch hier bin ich noch nicht weit genug, um da ein komplettes Review eben zuzugeben. Aber zu diesem Buch wird es auf jeden Fall entweder nächste Woche oder übernächste Woche nochmal ein eigenes Video geben. Kommen wir dann jetzt zum Ausblick auf den nächsten Lesemonat. Zuerst einmal möchte ich natürlich ein paar Bücher zu Ende lesen, und zwar erstmal Erebos, was ich ja diesen Monat pausiert hatte, und außerdem werde ich auf jeden Fall auch Mimik zu Ende lesen. Dazu kommt dann wie gesagt auch ein eigenes Video. Und damit wären wir schon am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und ihr immer auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal. In der Videobeschreibung sind die Bücher auch nochmal verlinkt. Schaut außerdem auch noch auf meiner Website und auf meinem Instagram-Account vorbei. Diese sind ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. In dieser Hinsicht würde ich mal sagen, macht's gut, bis bald und bleibt natürlich gesund. Tschüss!